Ich habe den Waggon zur Aurora gebracht. In der Zwischenzeit ist der Konvoi am Hafen eingetroffen und die Spartaner waren bereits dort. Ich muss mich am Hafen mit Anna treffen, damit wir planen können, den Konvoi einzunehmen. Genau, und das werden wir heute hoffentlich schaffen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Wir sind wieder am Start mit unserem, ja, Endzeit, wie auch immer, Abenteuer. Ich bin gespannt, wie es weitergeht heute. Definitiv wird sicher hoffentlich interessant. Genau, das war wieder der Plan mit dem Konvoi. Wir sollen gleich zum Hafen gehen. Und dann treffen wir uns heute auf Anna und dann wollen wir eine Konvoi übernehmen. Ich hoffe, dass wir das heute auf die Reihe bekommen, dass wir das machen können. Ja. Mal gucken. Es dauert wieder ein bisschen mit dem Ladebildschirm. Ihr kennt das doch mittlerweile auch so. Das dauert immer noch ein bisschen. Da geht's endlich los. Man muss nur ein bisschen meckern, dann funktioniert das ganze Ding. So, Auftakt zur nächsten Folge. Du brauchst eine Pause? In Ordnung, aber nicht zu lange. Du wirst am Hafen gebraucht. Ja, 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 ja. Die wieder stressen. Willkommen zurück, Ranger. So, ich kann ja hier nämlich... offenbar habe ich mir unnötig Sorgen gemacht. Ah ja, natürlich. Ach, liegt wohl am Alter. Oh, wir haben uns alle Sorgen gemacht. So, ich brauche Munition vor allen Dingen mal. Ja, aber Anna hat es auf die Spitze getrieben. Schau mal, Artyom. Ich habe eine Verbesserung für dein Tier fertig. Probier sie einfach mal aus. Montieren kannst du gerne... eigentlich war was anderes geplant. Kann ich nicht Munition machen? Oder war das der Plan? Warte mal. Medipack für deine Muskel. So, erstmal den Zeugs reinigen schon. So. Herstellung, ja. Ich würde gerne nämlich eine Munition. Ah. Das war der Plan.
So, Munition haben wir wieder an Bord und wir können also quasi weitergehen in unserem Let's Play. Und? Bist du bereit für den letzten Vorstoß? Ich stehe tief in deiner Schuld. So ist das. So, wir müssen jetzt da runter irgendwie. Das ist zumindest der Plan. Das heißt, wir gehen jetzt ein ordentliches Stück geradeaus und dann bei der nächsten Möglichkeit links da runter. Okay. Dann machen wir das doch. Auf geht's. Artyom, wir sind in Stellung. Erwarten deine Befehle. Ja, erstmal muss ich hierher kommen. Jetzt hat Stellung gesagt. Jetzt geht mich auf den Piss, Alter. Sorry, falls mein Headset war ein bisschen knackt und alles drum und dran. Das hat irgendwie einen Weg. Ich muss dringend mal ein neues Headset irgendwann kaufen. Momentan fehlt mir die Kohle dazu. So, Moment, wir könnten... Warte mal, geht das nicht hier runter? Ja, so, warte mal. Klar, oder nicht? Eigentlich müsste ich hier doch hier runterkommen, oder nicht? Genau, so war der Plan in der Sache. Da muss ich nicht durch das Wasser. Weiter geht die Reise hier hin. Ich werde öfters mal auf die Karte gucken müssen. Ich hänge irgendwo fest. Den KW kennen wir ja noch. Da sind wir mal zu. Da lang Kofi, ne? Oder? Komm mal hier. Nee, da haben wir es noch nicht gern. Ich lasse die Viecher mal in Ruhe, bevor die uns jetzt irgendwie unnötig angreifen. Okay. Wie gesagt, hier haben wir uns ja mal umgeguckt. Wer sich vor einigen Folgen erinnert. Ja, wir sind ein bisschen außer Atem, deswegen auch das. Gehen wir hier lang? Okay, wir müssen irgendwie... Ja, hier sind wir nämlich da. Genau, hier werden wir uns hier raus. Hier sind wir nämlich raus. Hier sind wir ins Loch gefallen und haben uns dann die Mutanten nochmal geholt. So, warte mal. Müssen wir doch da hinten... Ich glaube, da hinten müssen wir lang, ne? Ja, hau ab von mir. Geh! Geh weg von mir! Kusch, kusch! Verdammt, das hat Freunde geholt. Ja, ob das so klug war, weiß ich nicht. So, warte mal, sind wir jetzt überhaupt richtig? Ja. Ach so, da wo wir schon mal waren. Okay. So, warte mal. Doch, da müssen wir lang, okay. Okay, das ist der richtige Plan. Ich bin still, okay. Ich kann eine Wache sehen. Duke ist links vom Hangar. Bitte komm. Duke in Position. Bereit, die Wache auszuschalten. Idiot ist auf dem hinteren Kran. Einsatzbereit. Ich
Ich habe jeden einzelnen Ampere im Auge. Kirst hat das Untergeschoss ausgespäht. Hier sind nur zwei und sie sind gerade mit einer Reparatur beschäftigt. Könnte eine optimale Stelle sein, um unbemerkt hineinzugelangen. Und ist auch gut versteckt. Übrigens gibt es hier nur eine Wache und einen Arbeiter. Könnte eine gute Feuer frei, er wurde entdeckt. Scheiße, der Plan war natürlich was anderes. Uiuiuiuiuiui. Ich hab den zu spät als Gegner wahrgenommen. Scheiße. Die Waffe versieht aber auch richtig. So, wie machen wir denn mal? Ich mach mich jetzt mal auf die Rückseite. Der ist tot. Der auch. Zwei weniger. So, der ist tot. Ah, verfickt! Du bist in die Runde geraten, Scheiße. Okay. Jetzt kommt natürlich das Wetter noch dazu. Ja, wir haben zum Beispiel gesehen, dass der da war. Scheißballerei jetzt gerade hier. Was ist der denn? Ich sehe gerade nicht, wo der hier. Hat der irgendwo gerade ein rotes Licht gesehen oder nicht? Da macht es natürlich nicht einfach. Da. Treffer versenkt. Dass ich nicht geschossen habe. Ja, so, die Frage ist. Sind wir jetzt da drauf oder was? Ich bin hier auf dem Schiff, klar. Okay.
Okay, das ist einer von unseren Leuten scheinbar. So, haben wir hier keine Leute mehr von denen? Oder was meinen die mit Brücke von dem Schleppschiff? So. Wunderbar. Wir haben es geschafft. So. Dann scheinen wir das geschafft zu haben. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Metro Exodus.